Ich muss einfach generell sagen, mein Glücklichkeitsniveau, auch wenn ich Depris habe, ist immer noch nice so. Es ist halt so ein hartes Thema, dass mir sogar schwerfällt, überhaupt einen Satz dazu zu sagen. So. Es muss ein Opfer und es muss ein Täter geben und darüber muss dann geredet werden. Uff, ich weiß nicht, Bro. Man kann sich da drin auch ein bisschen verlieren, Dicker. Leute fangen dann halt an, so mit Reactions, Livestreams und so, und denken dann, die müssen halt zu jedem Thema irgendwie sich äußern, Bruder. Aber es kommt irgendwann ein Punkt, wo man halt auch einfach sagen muss, so, okay, Bro, da halte ich mich jetzt mal raus. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl, drip. Ist Habibi eigentlich für Frauen und Männer? Oder ist es Habibi nur für Männer? Chili Vibes, man. What's up? Ah, da ist die butterweiche Stimme, no homo. Ich küsse dein Herz, Bro. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's in Germany, Freunde? Habiba. Okay, Habibos und Habibas. Ed Da Vinci ist wieder mit einem Euro da, Bro. Ich küsse dein Herz. Ich pumpe deinen neuen Song durchgehend. Dankeschön, Bruder. Euro in, man. Come on, gib mir die Faust, Bro. Dankeschön auf jeden Fall, dass dich das freut, dass ich glücklich aussehe, so, Bro. Ich muss einfach generell sagen, mein Glücklichkeitsniveau, auch wenn ich Depris habe, ist immer noch nice so. Also ich bin eigentlich ein Typ, ich habe immer genug Energie in mir, um, keine Ahnung, auch eine Zeit lang einfach gut drauf zu sein. Weißt du, ich meine, auch wenn es mir vielleicht, wenn ich nachdenken würde, nicht so gut geht. Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, man hat ja immer mal wieder Sachen, ne? Freundin mal irgendwie so mit einem Mädel mal irgendwas scheiße gelaufen oder mit einem Kumpel oder so. Aber selbst dann, oder auch mal Stress zu Hause mit den Eltern, selbst dann habe ich mir persönlich angeeignet, also ich weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht. Wenn ich darüber nicht nachdenke, kann ich trotzdem glücklich sein. Auch sowas, also so live gehen, performen vor der Kamera, Musik machen, mich mit Freunden treffen und da einfach mein Ding zu machen. Ich kann es halt gut, dass ich da dann halt wenigstens abschalten kann und glücklich bin quasi, auch wenn ich ein paar Problems habe, so. Ne? Der ist das. Aber ich war vorher bei einem anderen Thema stehen geblieben. Und zwar habe ich gesehen, zwei, drei Leute haben reingeschrieben bezüglich dieser ganzen Samra-Thematik und so. Ist ein Thema, was mich, seitdem ich das mitbekommen habe, auf jeden Fall beschäftigt so. Auch tief beschäftigt. Ich bin immer einer. Alter, das ist halt so ein hartes Thema, dass mir sogar schwerfällt, überhaupt einen Satz dazu zu sagen, so. Weil, aus mehreren Perspektiven, so, weißt du? Ich bin einer, der natürlich auch persönlich schon Erfahrungen damit gemacht hat, wenn irgendwas in der Öffentlichkeit über jemanden gesagt wird. So, das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, mit diesem, dass dann 1000 Leute darüber berichten und ein Statement fordern und schon nachdem die erste News rausgekommen ist, schon direkt den Schuldigen haben wollen, dass schon direkt dann, es muss einen Schuldigen geben, es muss jemanden, es muss ein Opfer und es muss einen Täter geben und darüber muss dann geredet werden. Uff, ich weiß nicht, Bro. Ich bin da so ein Typ, ich behalte, oder ich bin erstmal, ich gucke erstmal, Bro. Weißt du, ich habe keine Hip-Hop-Plattform, ich habe ich muss nicht unbedingt jetzt unbedingt ein Reaction-Video darüber machen zu den ganzen Statements, die gekommen sind und so. Mir würde das innerlich Bad Vibes geben. Und auch in der Vergangenheit schon, wo ich klein war, wurde ich schon mal mit dem Thema konfrontiert. So in der Familie ist auch was passiert in die Richtung so. Deswegen ist bei mir immer, wenn so ein Thema kommt, boah, hart, weißt du, wie ich meine? Und wenn dann noch nicht genau klar ist, was Phase ist, dann halte ich mich da erstmal zurück. So, ich werde keine Reaction drauf machen, ich werde kein Statement dazu abgeben. Ich wollte einfach nur euch sagen, dass, weißt du, man kann ja mal kurz allgemein über das Thema reden. Wie findet ihr das denn, dass wenn, guck mal, was sagt ihr denn dazu? Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wenn ein Thema in die Öffentlichkeit kommt, irgendjemand hat irgendwas gemacht, so, ne? Ob es jetzt eine Tat ist oder ein Statement oder irgendwas so. Findet ihr, dass man da direkt drüber berichten muss oder sollte man immer erst abwarten, bis zum Beispiel beide Seiten ein Statement abgegeben haben oder bis ein bisschen Klarheit in die ganze Nummer reingekommen ist? Was findet ihr geiler? Sofort berichten
Oder lieber abwarten und nicht zu viel Fitten in den Raum mit reinschmeißen. So. Beiden Seiten bekommen, sonst wird das einseitig, unprofessionell, eher abwarten. Ja, man darf halt auch nicht, man muss halt auch immer gucken, um welche Thematiken es geht, ne? Und das ist halt so eine Sache, die geht halt auch, die geht halt von einem Künstler oder von einem Image so schnell nicht weg. Und deswegen sage ich eigentlich bei so einer Thematik, dass man da erstmal abwarten sollte, bis halt wirklich konkrete Fakten auf dem Tisch liegen, so. Ne? Wobei man natürlich auch auf der anderen Seite sagen muss, man muss halt auch jemanden, der sich traut in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise überhaupt sich traut, sowas zu sagen. Ich habe Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht mit solchen Thematiken und es ist für die Opfer nicht einfach, darüber zu reden, so, weißt du? Da muss man halt auch sagen, es ist voll das schwere Thema. Deswegen, ich halte mich daraus, was auf jeden Fall Reactions oder irgendwelche Vermutungen, irgendwelche Richtungen geht oder so. Bro, ich bin da lieber übervorsichtig, bevor ich irgendwas sage, was einfach falsch ist, Digga, weißt du, wie ich meine so? Oder irgendwas vermute, was falsch ist. Weil allein eine Vermutung in eine Richtung kann jemanden voll eklig dastehen lassen, so. Ja, ich vermute mal, dass die recht hat und dass Hamra das gemacht hat. Stell dir mal vor, wenn einer das sagt, Digga, dann weißt du, wie ich meine, stell dir vor, Familie sieht das oder Mutter sieht das oder so. Tut weh. Mann, viele Leute auf, so, weißt du, wie ich meine, man kann sich da drin auch ein bisschen verlieren, Dicker. Leute fangen dann halt an, so mit Reactions, Livestreams und so, und denken dann, die müssen halt zu jedem Thema irgendwie sich äußern, Bruder. Aber es kommt irgendwann ein Punkt, wo man halt auch einfach sagen muss, so, okay, Bro, da halte ich mich jetzt mal raus. Da halte ich mich jetzt mal raus. Da muss ich nicht jedes Statement und jede einzelne, jeden Insta-Story-Post und jeden Satz und jeden Like, den einer oder Unfollow und so, muss man nicht berichten, Bruder. Kann man sich auch einfach mal raushalten. Weißt du, wie ich meine so? Erstmal abwarten, Bruder. Ja, weil ich glaube halt, Digga, die machen jetzt alle Reactions zu allen Sachen und stellen Leute so und so da. Bruder, bei mir war das auch so. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht bereust du es ein Jahr später, dass du das und das dazu gesagt hast, Bruder. Dann musst du es wieder offline nehmen. Und ich hasse es, also ich mache das nie. Ich werde niemals irgendwas sagen oder zu irgendwas stehen oder zu irgendwas meine Meinung abgeben und das dann nach einem Jahr löschen, weil ich Scheiße gelabert habe, Bruder. Nee, dann halte ich lieber erstmal meine Fresse, bis ich ein Statement habe, wo ich wirklich hinterstehe, und dann kann das auch für immer online bleiben, so. Weißt du? In einem Jahr weiß keiner mehr Bescheid. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Das stimmt natürlich auch wieder. Das Internet ist so schnelllebig und vergesslich, die vergessen das natürlich, ja. Hast du auch recht. Sie tanzt in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst du nicht?